So, hallo an alle Ladies and Gentlemen und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Let's Play The Witcher 3 Wild Hunt. Ja, und ich bin wieder zu meinem alten Aufnahmeprogramm umgestiegen, weil es mit dem anderen, mit OBS, was ich für eine kurze Zeit benutzen musste, zu viele Probleme gab, mit Störgeräuschen etc. Aber das sollte sich jetzt alles behoben haben. Und dann würde ich sagen, starten wir heute mal mit der tollen Hauptquest, die ich gar nicht erst versuche irgendwie auszusprechen. Aber es geht in dieser Quest darum, wir wollen die Kräuterprobe an Uma durchziehen. Der kleine Frotz, der da vorne hier auf dem Tisch liegt. Jo, der weiß gar nicht, wie ihm geschieht. Und ich wette, er wird nicht begeistert davon sein, wenn das dann mit ihm passiert. Also dann, wir haben hier die Gabel von Rückenmarkslosigkeit. Ah, die kennen wir doch. Die haben wir besorgt. So, stelle die erforderlichen Zutaten. Komm, sammeln wir nochmal alles andere. Okay, passt. So, stelle den Kräuterabsud her. Nö, das geht doch bestimmt hier im Alchemie-Tab. Fragt sich nur, welchen Absud wir herstellen müssen. Keine Ahnung, vielleicht steht es ja irgendwo anders drinne. Alkoholbombe. Quest. Ah, Kräuterabsude, da. Hier wird diese Kräuterabsude wird verwendet, um den Mutationsprozess in Gang zu setzen, bei dem ein normaler menschlicher Körper zu einem Hexenkörper wird. Alles klar. Und dann würde ich mal sagen, tut mir leid, Uma. Das wird schmerzhaft. Aber es muss sein. Potions ready. Tools too. Good. Vesemir? Hookweed extract to deaden the pain. I know. Done this before. Eskel. Make the incisions in his veins. Insert the tubes. Geralt, place the potion vials in the feeders. Ready. Open the valves. It doesn't matter in which order. Dann fangen wir mal an mit der Kräuter, mit dem Kräuterprobentrank namens Mutterträne. We'd work. If it hadn't, the pain would have sent him into shock, killed him. So everything's going smoothly. No, but it's within known norms. Administer the next potion. Dann machen wir weiter mit Queckensaft. I'd hoped I would never have to watch this again. Why'd you keep the table then? Geralt, next potion. Eben die Frage von Lambert war doch berechtigt, aber dann der nächste und letzte Trank. Potions to do their work. Might take a day, might take more. You need only wait. True. But I must maintain the stabilizing spell. Uma's body is not nearly as resilient as a young candidate witch's. Without this, he'd... Yosh, nice. Eskel, I'm sorry. Would you mind? Getting some rags? On it.
Umakotze. I can't believe we're doing this. Wiping vomit off the floor? No. The trial. If that's Ciri in there, she could come out of this crippled, wrong in the head, just emotionless. Thought about that? Ja, tatsächlich habe ich darüber nachgedacht, aber wir haben keine andere Wahl. Of course I have. Thing is, we don't have a choice. Not anymore, we don't. But we rushed it. Should have started by... Gentlemen, the floor's as clean as it'll ever be. And I need to be wiped down as well. No offense, but I'd rather Geralt did it. Understood. I'd prefer that too. Oh, klare Ansage. Wir finden uns wieder in Camorhen, jedoch einige Stunden später. Uma liegt immer noch da. Eskel ist auf jeden Fall extremst begeistert. That normal? Yes. Uma's body is disintegrating from the inside. Once that's complete, we'll need to reform it, or he'll die. You witches were given mutagens. We will use spells. Hey, Yen, you're dozing off. No, I'm just resting my eyes. Yeah, it's called sleeping. Then do something to keep me awake. Pinching's apparently effective. Later, perhaps. For now, talk to me. Tell me a story. Oh, Geschichtenteil. Ah, die Geschichte mit Rittersporn und dem Schwert. Die ist interessant. Ever tell you about the time Dandelion bought me a sword? Was that in Kerak? Just after we decided to take a break, yeah. My swords had disappeared, doesn't matter how. And Dandelion insisted I had to be armed, decided he'd buy me a weapon. Came to me beaming. The truest Verolidan steel. Good price too, so good it felt like I was stealing. Naturally, blade shattered first parry I threw. He's awake. It's time. Time to lift the curse. Prepare the phylactery. Ja, das Ding kommt jetzt auch wieder dran. Ich habe mich schon gefragt, wann es kommt, weil bisher war es da und ja. Cool. Kaniatad, Nevid, Savir, Kowal, Arriva, Endir. No. No, I won't let you. Geralt, yellow flask, in my satchel. Quiet. Listen. Kowal. Kowal. Kaniatad. Nevid Sevir. Kowal, Kowal, Kaniatad. Nevid. Kariba. Endir. Geralt. The phylactery. Open it. Kaniatad. Taran Anadir. Dis. Elf. Havelok? You know him? Yes. An elf. An elf. A sage. Where is Ciri? Hidden. The Isle of Mists. But it's not... She's not safe. The hunt... Aha. Die Verwandlung hat funktioniert. Da liegt der Elf vor uns auf dem Tisch. The Hunt.
What's it want from Ciri? Her blood. Elder blood. To open the gate. We cannot allow this. Isle of Mists. Where is it? Everywhere. And nowhere. Listen, Sage. We didn't lift that curse to play riddles with you. Avain. Arwen. Seren. In Skellige. Follow it into the mists. Hurry. Hurry. I tried to protect her. But the curse. The hunt has not found the isle as yet. It is a matter of time. But if she leaves, they will detect her at once. Enough, Geralt. He's not yet free of death's grip. Alles klar. Dann würde ich mal sagen, wir haben ein magisches Glühwürmchen erhalten. Und dann begeben wir uns mal wieder und schon wieder auf die Suche nach Ciri. I'm going to get Ciri. Hold up. Don't you think you owe us some answers? How do you know this Avalok? What's Ciri been doing with him? Yennefer can tell you. Just keep an eye on him. He's not a friend. Perhaps not, but Ciri apparently trusted him. We should at least take his words seriously. You heard what he said. Take Ciri from that Isle of Mists, and the hunt will pick up her trail immediately. What then? Ja, wir können erstmal unseren guten alten Freund und Meister Vesemir um Rat fragen. What's your suggestion? Ciri can't flee forever. One day she'll stumble, and she won't get a second chance. Time we the hunted became the hunters. Geralt will find Ciri and bring her here, and the hunt will follow. They'll expect to catch us by surprise, and they'll be sorely disappointed. We plan to fight them. We five, in a crumbling castle. Do we have a choice, besides delaying the inevitable? Pretty Boy could try to round up a few others who know how to swing a sword. Or wield magic. Das ist eine gute Idee. Zumindest das mit den Verbündeten sammeln. Ob das dann so eine gute Idee ist, gegen die wilde Jagd auf Kaer Morhen zu kämpfen, weiß ich nicht. Aber eins weiß ich schon, die Schlacht um Kaer Morhen wird bestimmt richtig episch. Ich bin gerade richtig hyped drauf. Also dann. Fine. I'll get Ciri and recruit some allies. Bring everyone here. Got a few favors I can call in. Any good-looking women in that batch? Mm-hmm. Exclusively. So. Also dann erstmal noch mal schön den Lämmern einen von Latz geknallt und die letzte Frage. And you? What do you plan to do? I've Avalok to care for. He's certain to die without gentle gradual magic treatment. There's hope if I help him. Not much, but better than naught. The boys and I'll consider how we should greet our uninvited guests. All right. Time I was on my way. Good luck, Wolf. And give Cirilla our love. Come back quickly, Geralt. Damit haben wir die Quest abgeschlossen und hier unseren Kobold Avalok aus dem Körper des Umars befreit. So, und erstmal warten, bis die ganzen Quests durchgerattert sind. Denn auch die Quest Das hässliche Entlein wurde jetzt abgeschlossen. Und dafür haben wir die neue Quest Die Nebelinsel bekommen. Und Waffenbrüder Skellige. Wahrscheinlich noch Waffenbrüder wählen und Novigrad. Da ist Novigrad. Und. Was? Nilfgaard? Wo habe ich einen Freund in Nilfgaard? Irgendwer in Nilfgaard, der mir noch gefallen. Schuldquest abgeschlossen, Waffenbrüder wählen. Echt?
Hä, was? Wo? Das gucke ich mal kurz nach. Nee, hier abgeschlossen. Letzte Prüfung, zu Hause ist am schönsten. Nein, 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 nein. Waffenbrüder wählen. Ah, okay. Schön, dass das schon abgeschlossen ist. Na dann. So, was machen wir denn jetzt noch? Die Folge hat ja noch ein bisschen Zeit. Ich guck mal kurz nach, denn ich glaube, so langsam könnten wir uns mal ein bisschen um eine neue Rüstung oder sowas kümmern. Zumindest habe ich gerade richtig Bock auf eine neue Rüstung. Gucken wir mal, was es so ein Handwerk gibt. Katzenarmbrust 29, Bärenarmbrust auch 29. Nö, 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 nö. Bärenhandschuhe. Ach ja, stimmt, die habe ich ja schon. Greifenhandschuhe. Verbesserte Bärenhandschuhe. Ah, das ist aber schwere Rüstung. Kann ich noch irgendwelche Schatz suchen oder sowas? Wolfsschulenausrüstung. Oh. Jawohl, ja. Das machen wir doch safe. Die Wolfsschulenausrüstung, die bockt mich gerade richtig hart an. Dann sind wir eben ein gutes Stückchen weiter in der Hauptquest gekommen. Jetzt wird es an der Zeit, wieder mal irgendwas total Sinnvolles zu machen. Wie hier diese super tolle Aussicht zu genießen. Oder irgendwas zu looten. Denn ist das nicht das Einzige, weswegen wir alle hier sind. Einfach nur, um mir dabei zuzusehen, wie ich hier alles durch die Gegend loote. Nein? Was? Ah, das wundert mich jetzt aber gar nicht. Nichtsdestotrotz jetzt erstmal durch unsere tolle Burg gehen. Wenn hier dann das Gelände ein bisschen freier ist. Ah, Mann. Wenn ich mir das hier so angucke, hier wird es auf jeden Fall die beste Idee, gegen die wilde Jagd eine Schlacht zu führen. Wow. Das wird so safe von Erfolg gekrönt sein. Von unglaublichem Erfolg. Go, go. Ah, wir können es leider nicht ändern. Jetzt begeben wir uns erstmal zur Ruine des Signalturms bei Kaer Morhen. Ja, da musste ich rechts abbiegen. So. Und wollen uns dort ein bisschen auf die Suche nach den Schematas der für die Wolfsschule begeben. Hey, Mann, Quest. Kannst du dich mal bitte entscheiden, wo ich hin muss? Ach, weißt du was, Pferd? Da muss ich hin. Ah. Okay. Oh, das war doch gar nicht mal so falsch. Also dann irgendwie hier hoch, bis ich auf den Weg treffe und dann dem Weg halt folgen. Guck dir mal an, wie schön das hier ist. Alles so grün. Voller Wölfe. Zieh bitte mal eine. Nein. Zieh. Was? Oh lol. Ich habe keine Schwerter ausgerüstet. Nice. Das wird jetzt ein Spaß. Das ganze Rudel Wölfe zerkloppen. Da steht oh, sowieso nur noch einer. Komm her, du Arsch. So, alle weg. Ja. Keine Schwerter ausgerüstet. Verbessertes Katzensilberschwert. Verbessertes Katzenstahlschwert. Die sollte ich auch ausrüsten. Ja. So. Da habe ich eben mal kurz ein bisschen doof aus der Wäsche geguckt. Jetzt probieren wir es mal. Aha, da guck mal. Ich drücke die Taste, um ein Schwert zu ziehen und tatsächlich ein Schwert wird gezogen. Hier, wenn es so schön aussieht, dann muss man nicht auch mal immer das Pferd benutzen. Kann man auch mal einfach laufen und die Landschaft auf sich wirken lassen. Mit den freundlichen Harpien, die uns überhaupt nicht gleich noch nerven werden. Kann ich mal Art ausrüsten. Wie das Licht hier schön die Sonnenstrahlen über den Bergkamm hervorblitzen und mich in der Ruine des alten Wachturms willkommen heißen. The old signal tower. Oh, du bist ja schon so richtig nah.
Eieiei. Ah, noch einer. Kommst du her? Oder erstmal nicht? Nö, erstmal nicht. Dann gucken wir mal nach. Da warst du doch eben. Mann, wie weit bist du denn entfernt? Ach, Dreck. Die Armbrust ist auch nicht mehr ausgerüstet. So, okay, hier die Armbrust als Armbrust ausrüsten. Nein, ich warte, bis das viel näher kommt, um es dann anzuvisieren. Na, jetzt komm runter. Dreckiges Bastardvieh. Dann nicht. So. Was haben wir denn hier? Ein ganzer Haufen Steine. Nice, da oben war schon die Kiste. Wie komme ich hier hoch? Wahrscheinlich schon immer mit der Leiter. Oh, wie scharfsinnig von mir. Nein, nicht runterfallen. Komm, Hexer. Da nach oben. Gewissensbisse als Relikt und ein Entschuldigungsschreiben. Unersichtliches Fragment. Wir machen alle Fehler, denn Irren ist menschlich. Errare humanum est. Wichtig ist nur, aus Fehlern zu lernen. Geht etwas kaputt, muss man es reparieren. Und führt unser Fehler zu Schaden für jemanden, muss dieser für angegriffene Nerven und verlorene Zeit entschädigt werden. Deshalb entschuldigen wir uns und bitten um Vergebung. Wir wünschen euch nichts Übles. Wer auch immer. Erstmal eine kleine Kiste. Und danach kümmern wir uns um die schön beschlagene. Hier ist drin der unglaublich krasse Loot Pechdraht. Und ein paar kleine Runensteine und noch Stuff. Aber! Ey! Das ist frech. Ich habe jetzt erwartet, dass da wirklich ein Schema drin ist und nicht irgendwie blöde Notizen. Ah, Mann! Might want to look around some. Wow. Durchsuche den verfallenen Wachturm. Okay, kriege ich hin. Einzige Möglichkeit, nächste Leiter. Nochmal nach oben. Zu, wer hätte es gedacht, noch mehr Kisten. Mit einem Dartsburg-Runenstein, eine Zwergenklinge. Und ich bin schon wieder überladen. Warum das denn? Was habe ich denn alles dabei? Ja, Prost, Mahlzeit, 12 Gewicht. Guck dir das Ding mal an. Halleluja. Und unsere verbesserte Katzenrüstung hält immer noch mehr aus. Wie low sind denn irgendwelche komischen Rüstungen, von die man hier so random findet? Ja gut, das haut natürlich stark ins Gewicht mit 12. 13. Hey, ist das alles so schwer? Nur 3. Hä? Hey. What the fuck? Ich habe auch so viele Sättel dabei, aber... die ganzen Sättel kann ich eigentlich wegschmeißen. Ja, außer der, weil der aus dem DLC kommt und damit ein Gewicht von annähernd 0 hat. So. Passt wieder. Zumindest ein kleines Stück mehr Platz. Ne, da sind nur die Sättel. Hier oben ist noch ein Alkohest, den kann ich gerne mitnehmen. Wie komme ich nicht safe runter? Einfach hüpfen mit Zwischenebene. Das passt. Problem ist, ich habe hier noch nicht alles durchsucht. Oh, ein Portal. A portal. Power cell's missing. Need to look around. Power cell is missing, gefunden. A power cell for portals. Feels dead. Ja, kriege ich hin. Maybe a silo revive it. Genau, wie bei... Teleport's open, but it looks unstable. Guess one cell's not enough. Oh, na, ich habe hier noch eine Truhe. Winterklinge. Hier gibt's so schöne Schwerter. So, dann muss ich nur noch den anderen Energiespeicher finden. Ist der etwa hier draußen? Ja, da bist du ja. Aha. Ich kann die Minimap deuten. Dann begeben uns wir mal wieder hier hoch, sofern das Spiel das von uns lässt. Und dann noch... Right, now to activate it. Okay, Kristall einsetzen, einmal Ort benutzen. Who would have thunk? Ja,
Also dann Quest, gehe durch Hieronymus Portal und erkunde den Ort auf der anderen Seite. Fancy, ich bin gefangen. Okay, ich bin in einer Höhle. Was gibt es in einer Höhle? Dunkelheit. Ja. Viel Dunkelheit und ein Skelett. Oh! Das Dreckvieh hat mich tatsächlich erschrocken. Ah, so geht's auch. Schema Wolfrüstung, die komischen Notizen in der Knitte der Handschrift. Wolfstiefel, Wolfshandschuhe, Wolfshose. Nice. Und es regnet. Nur nicht so nice. Ah, ich muss schon sagen. Looks like rain. Ja, das ist tatsächlich offensichtlich. Danke sehr. Aber die Aussicht hier, die Burg sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Bisschen restaurieren und dann ist das Ding tatsächlich sogar passend für eine Schlacht. Notiz in zittriger Handschrift. So, das ist das Ding. Wer es will, wer es lesen will, darf. Ich habe es gelesen wegen der Quest. Und jetzt müssen wir hier einfach nur noch... Oh, shit. Runter. Nee, da warte ich jetzt erstmal, bis wieder das regeneriert ist. Weil ich keinen Bock auf Fall-Damage habe. Und daran dann jämmerlich zu verrecken. So, das hat funktioniert. Sliden ist teilweise Damage. So, passt, 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 passt. Nice. So. Zumindest auf nur semi-zittrigem Boden. Ja, schiefen Boden. Da haben wir 300 und 900 Schritt. Fangen wir erstmal mit 300. Und benutzen dafür... Faster. Welches Pferd sonst, wenn nicht unsere Treueplätze? So, dann gehen wir mal hier hoch. Und um dann die Ruine der Bastion bei Kaer Morhen zu untersuchen. Ich glaube, dieser Weg hier, der führt doch wahrscheinlich dahin. Da sehe ich doch schon den Turm. Ja. Ein Schnellreisepunkt. Die Ruine der Bastion von Kaer Morhen. The old bastion. We trained here as boys. Before the trial of the grasses. Ah, da hinten sind aber noch Bären, die ich gesehen habe. How about that? Seems the bastion's haunted. Oh nein, Hilfe. Neue Quest Bastion verfolgen. Oh shit, da war es ein bisschen langsam mit dem Zeichen aktivieren, aber das kann man trotzdem immer noch aktivieren. Falsche Erscheinung angegriffen, Geralt. Ich würde es auch mal ziemlich stark begrüßen, wenn der Junge auch in die Richtung schlägt, in die ich steuere. Much thanks. Wraiths? Something must have bound them to this place. Ja, Medallions hopping, but I can't see a thing. Maybe the lamp will reveal more. So, die blöde Lampe. Fackel? Nö. Muss ich erstmal wieder die lustige Lampe ausrüsten? Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Da, magische Lampe. Ich glaube, ich brauche den Potestaquisitor-Gedöns. Die elektrische Heugabel nicht. Und deswegen kann ich hier auch gut die magische Lampe einsetzen. What's that supposed to be? Swaying side to side like a reed in the wind? Head up! Guard up! Faster! Faster! Oh. So, okay, dann laufen wir mal mit der Lampe hier ein bisschen durch die Gegend. Mal schauen, ob wir noch irgendwas finden. Machen wir uns mal hier die Treppe runter. Da unten blitzt es nämlich noch so ein bisschen. Nämlich wie für die Lampe gemacht. Hier. Ja, komm. Hoi. Schema Wolfstahlschwert. Und Varins Tagebuch. Lies das blöde Tagebuch.
Okay, immer so viele Dinge hier im Moment jetzt zu lesen. Und du bist doch bestimmt ein Questgegenstand, oder? Geleitbrief. Da war ins Tagebuch. Passt. Es geht hier wieder um Elgars Ausrüstung. Alles klar, gepackt. So. Das war das jetzt auch hier mit der Bastion. Oder nee, war es noch nicht. Bleiben wir doch erstmal hier, um die Bastion noch weiter zu erkunden. Hier geht es. Aha. A Witcher usually fights with a sword, silver or steel. But he must know how to use all weapons. Battle axes, picks, slingshots. Archery training today. Miss the target, you owe me 50 push-ups. Hit it, you owe me 20. Now move! Aha. Hexertraining, meine Freunde. Hexertraining. So, wo gibt's noch mehr zu erkunden? Eine einzige Stelle fehlt wahrscheinlich noch von der Lampe. Und genau die habe ich noch nicht gefunden. Ich habe ja auch noch nicht alles untersucht. Zum Beispiel... ja, nur eine Erscheinung. Kann ich ein bisschen Amethyststaub mitnehmen. Hier drinne. Nö. Aber hier. Guck, da leuchtet es wieder ein bisschen grünlich. Und die Lampe. You walked away from practice without my permission. You know that? Do not stop. Bleeding is no excuse. Now take off that bandage and get back to your training. You'll see to your wound when I say you're done. Hm. Okay. Ja. Die Hexer haben eine interessante Art, Leute auszubilden. Ah, hier fehlt noch eine Sache zum Sehen. Is that a sword or an egg beater? Strike from the wrist, not your elbow. Again. Bastion's haunted by the ghost of a boy who trained here and died here. Need to bury his remains. Maybe he'll leave then. Naja, dann gucken wir mal, wo ich es finde. Eieiei, guck mal hier, da ist noch mehr Zeug. Und überladen, ja. Ah, Mann. Oh, guck mal, noch was. Axiglyphe, Meisterreparaturset. Inventar. Rüstung. Das Ding habe ich eben gefunden. Das ist Kacke. Kann einfach mal getrost weggeworfen werden. Na, das Hexe-Silberschwert behalte ich mal. Irgendwas, was wenig wert ist. Ja, hier. Stahlwaffe plus... plus 25 ist Hexerausrüstung. Oh. Na, ja, behalte ich dann doch mal Mariborer Schwert. Das kann erstmal weg. So, auch wenn das nicht so viel wiegt. Aber so viel hat es schon mal gepasst. Ich muss hier nochmal die Leiter nach oben. Ich muss nämlich finden, wo der Junge ver... der kleine Junge gestorben ist. So, vielleicht ja hier im Turm. Aha. Must be his ghost that haunts the bastion. Maybe he'll leave if I bury his bones. Wie hat er die Heugabel und die, beziehungsweise die Heugabeln in die Brust bekommen? Armer Junge. Überreste des Jungen. Begrabe die Überreste des Jungs. Ah. Nee, aber erstmal kann ich noch die Lampe benutzen. A horn. Something's happening. You're to hide. Wait till I come back. Yes, I know you've trained with swords, but you're still shit with them. I want you behind those rocks and keep your mouth shut. Pitchfork. No massacre's complete without one. Aha. Jetzt muss ich nochmal die Überreste des Jungen an mich nehmen. Problem ist, die habe ich schon. Na dann. Vielleicht rafft es die Quest ja, wenn ich dann Dinge begrabe. Und die Erscheinungen sind schon wieder da. Warum das denn?
Wraiths. They'll try to stop me. Die Erscheinung werden versuchen, mich aufzuhalten. Problem ist, die sind jetzt nur noch Stufe 7. Aber sie bewegen sich trotzdem richtig biestig und bitchig. So, dann verbrennen wir hier mal den Körper. Begraben die letztlichen... Take care, kid. Ja, begraben die letztlichen Überreste. Ja, dort haben wir die Überreste begraben. Nach Hexer-Tradition die beiden Schwerter danach reingesteckt, um dem guten Jungen sein letztes Tribut zu zahlen. Gute Plötze wartet hier immer noch auf mich, aber ich habe noch eine Quest auszurüsten, nämlich nicht Waffenbrüder Skellige, sondern eine Schatzsuche Wolfsschulenausrüstung. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist der verfallene Wachturm bei Kaer Morhen. Hatte ich da eben noch die Lampe an? Na, die Lampe kann aus. So. Die Bären sollen mich jetzt erstmal gern haben. Da eben sind die Harpien oder was auch immer es sind, wie Sturzkampfbomber vom Himmel gefallen eben. Komplette. Darunter. Ja, hier sind ein paar. Schwalbepfeifen Art ausrüsten. Und erstmal Art reinfeuern. Eine exekutieren, da liegt noch die zweite am Boden, die kann auch exekutiert werden. Die dritte kommt angeflogen, aber Art ist noch nicht bereit. Dann warten wir mal, rüsten die Armbrust aus, schießen eine vom Himmel. Die kriegt dann auch, was sie verdient. Da die nächste wieder mit Art vom Himmel geholt. So, wo bleiben die nächsten? Ah, frech. Na komm, hier. Jetzt einfach erstmal draufhauen. Boah, du bist ja schon so nah. Du bist hier, die kann man noch Art reindrücken. So, dann fehlt nur noch einer. Zwei. Oh, Art ist so gut im Kampf gegen die Viecher. Ich weiß nicht, warum ich Spaltbolzen ausgerüstet habe. So, das müssen wir mal kurz ändern. Oder? Ach. Ist doch im Prinzip egal, was ich hier ausgerüstet habe. So viel benutze ich die Armbrust nicht und der Effekt ist das gleiche, ist immer der gleiche. Sobald ich irgendein Vieh damit abschieße, ist es down. Auf dem Feld vom Himmel. Ah, oh, da hinten. Da hinten ist der verfallene Wachturm. Würde ich sagen, holen wir das Pferd. Entschuldigung fürs Räuspern. Gehen den Weg hoch, hoffen hier auf einen Schnellreisepunkt und porten uns zum alten Wachturm. Plötze, komm her. Da unten auf dem Weg bist du gespawnt. Ein Glück kann man im Kampf auf Pferd aufsteigen. So, dann begeben wir uns mal hier auf den Weg. Na, aufpassen, dass wir da nicht runterfallen. Wir finden eine Höhle. A Wolfhead. I know this place. They held the first trials of the grasses here, before they built the fortress almost washed away. A few more decades and it'll be gone. Just like the Witchers. Naja. So, dann gucken wir mal, was sich hier drinnen so haust. Dunkelheit und ein Neckarkrieger. Freches Vieh. So, irgendwas zum Looten? Nö. Sehr dunkel hier drin. Nö, einfach nur ein paar Necker. A place where monster slayers were created. Now infested with monsters. Mutation with iron out here. Nice acoustics. Kid's screams must have carried far. Oh, böse. Der Verschlinger, den würde ich gerne hauen. Das war gut hauen. Und dann, wenn er sich selber in die Luft jagt, möglicherweise noch andere mitten nimmt. Mit Igni könnten wir... Komm schon, lass mich das anzünden. Schade. Ey,
Das Gas war schon lange weg. Wie viel hältst du aus? So. Hm, Anzeigebug auf der Minimap. Da ist ja gar keiner mehr. Ja, guck mal, noch so eine Folterbank. Verschlissene Satteltaschen, Kavalleriehose brauche ich nicht. Floren kann ich mitnehmen. Table for mutations. Like our sad Albert. Except even sadder. Ja, gucken wir mal, was hier noch so gibt. That smell. Mutagens. Makes me want to vomit despite the years. Naja. Was haben wir hier? Oh, Hund. Eine Honigwabe, bisschen Kohle. Aber ansonsten ist hier nix. Außer. Skelette. Ein toter Neckar. Noch eine Skelette, eine Kiste. Überlegene Wolfshose. Nice. Da schauen wir mal eine an, was man hier drin noch so alles findet. So. The lab, where they brewed the potions. Poisons more like. Registrierungsfolien für die Kräuterprobe. Some contraption. Broken. Und kaputte Vorrichtungen. Oder halt hier das Laboratorium. That smell. Ach. Mutagens. Makes me want to vomit despite the years. So, was ist denn hier noch drin? Ignatia-Blüten. Ah, die sind nice. No idea what this was for. Maybe that's for the better. So, Kerze, bisschen Dörrobst. Brauche ich alles nicht. Die habe ich schon untersucht. Noch eine Kiste. Hexer, nicht ganz die Teufel. Mein Arm mit einem Vampir. Ja, dann würde ich sagen, passt das. Können wir uns wieder aus der Höhle herausbegeben. Haben leider keinen Schnellreisepunkt gefunden. Aber es gibt hier einfach eine kleine Möglichkeit, das zu machen. Wir holen uns jetzt einfach hier wieder die gute Plötze. Und begeben uns den Weg einfach geradeaus. Bis nach Camor hin. Denn dort ist ja auch der Schnellreisepunkt. Dort dann noch zum verfallenen Wachturm. Die Schatzsuche für die Wolfsausrüstung da und damit dann abschließen. In der nächsten Folge wahrscheinlich die Wolfsrüstung craften. Oder vielleicht noch jetzt. Mal gucken, wie lange ich jetzt für den Wachturm brauche. Falsch, woher lang? Doch, passt. Ja. Und ich glaube, die Wolfsrüstung, die sieht schon richtig nice aus. Wenn es hier oben gleich scharf links macht, das Pferd schon automatisch, musste ich gar nicht mitlenken. Pferd will einfach nur nach Hause. Aber jetzt so schnell nach Hause geht nicht. Denn ich muss erstmal eine Pusteblume sammeln. Und mich danach zum verwallenen Wachturm porten. War ich hier nicht schon und hab hier dann alles gefunden. Aber wahrscheinlich hat es nicht gezählt. So, da ist das Ding fürs Untersuchen. Nein, lass mich in die Tür rein. So. Dann gucken wir mal hier. Haben wir nämlich schon das Wolfs-Silberschwert gefunden. Und sind damit hier dann fertig. Können nicht schnell reisen wegen den Wölfen. Da sind ein paar viele Wölfe. Dann fangen wir mal an. So, einmal wegrollen, nochmal wegrollen, da sind ein paar, du hast Feuer bekommen, ein blöder Wag, die aber immer so schnell in die Richtung hauen, in die ich lenke, das war schön, zack, so, wenn sie einmal angreifen, dann sind alle da, da oben kommt noch einer.
Und da hinter mir ist noch der letzte. Jetzt komm her. Nice. Und bei den ganz vielen Viechern hatte ich doch eben leichte Frame-Einbrüche. Aber das soll jetzt auch nicht stören. So, dann begeben wir uns mal zu einem meisterlichen Rüstungsschmied. Nämlich dann nach... Nicht irgendwo nach Wählen, sondern nach Krähen. The curse that held Uma proved hard to lift, but Yennefer and the Witchers managed to do it. The ugliest man alive revealed himself to be not man, but elf, and an elven sage at that. Avalach, for this was his name, was the elven mage who had helped Ciri flee the hunt, then hidden her away on the Isle of Mists. Ja, da war auch mal das kleine Intro in der Story. Aber wir befinden uns jetzt erstmal hier wieder auf Krähenfels. Denn ich möchte mir bei der meisterlichen Rüstungsschmiedin jetzt gerne mal... Ich möchte erstmal die komplette Rüstung verkaufen, die ich noch dabei habe. Egal, wie viel sie mir dafür gibt. Einfach, damit ich diesen Platz habe. Und mir dann die Wolfsrüstung anfertigen lassen. Denn die Katzenrüstung haben wir jetzt schon lange genug angehabt. Langsam wird sie öde. Obwohl das immer noch die beste Ausrüstung ist, die ich bisher habe. Nicht Fergus Graham, der kann nix. Geralt, Joanna. Good of you to come by. What can I do for you? What can you do for me? Ich brauche eine neue Rüstung. Need some armor made. Witcher's armor. So, also dann. Wie Wolf. Da, Wolfshandschuhe. Nice. Verbesserte Wolfshandschuhe, die sind immer noch nicht so gut wie das, was ich habe. Ich weiß nicht, ob die... Ich muss mal kurz nach... Habe ich nicht schon irgendwas Überlegenes von dem Wolfsding gefunden? Ich muss mal gucken, welches dann besser ist. Wolf oder Katze? Nämlich in der überlegenen Form. Verbessertes überlegene Wolfshose, okay. Überlegene Wolfshose hat plus 12. Überlegene Katzenhose habe ich nicht. Warum? Okay, überlegene Wolfshose ist plus 12. Verbesserte Katzenhose. Take care now. Da muss ich kurz mal was nachgucken. Schatzsuche, Bärenschule. Verbesserung der Katzenschule, Teil 3. Stahlschwert, Rüstung, Silberschwert, Wolfsschule 3, Wolfsschule 6. Nö, überlegene Katzenschulenrüstung habe ich gar nicht. Ja, ist egal. Good of you to come by. What can I do for you? Dann mache ich jetzt erstmal mir ein bisschen... Witcher's armor. Mache ich mir jetzt trotzdem mal die Wolfrüstung. Aber eigentlich erstmal Handelsfenster. 6000 Kohle hat sie. Kann sie erstmal hier alles haben. Schön. Jetzt habe ich wieder Platz. Ja, die ganzen Schwerter sind vielleicht noch ein bisschen hinderlich. Need some armor made. Witcher's armor. So, Handwerk, Handeln, Zerlegen, Verbesserung entfernen, reparieren. Nein, doch Handwerk, ja. Also dann. Wolfshandschuhe. Dafür brauche ich Lederstücke. 3 Lederstücke. Okay. Merken wir uns 3 Lederstücke. Lederstücke. Herstellen. 1, 2, 3. Ich bin so richtig gut. Hose. Wolfshose. Alle Teile vorhanden. Dafür brauche ich wieder Lederstücke, 4 Stück. Dann machen wir jetzt erstmal hier die Wolfshose. Dann habe ich eine Wolfshose. Dann müssten jetzt eigentlich mir wieder 4 Lederstücke für die Wolfshandschuhe fehlen. Genau. Lederstücke. Habe ich aber mehr als genug Lederriemen. 4 Stück. Wolfshandschuhe. Hose, Oberkörper.
Nein, VW, Wolfsrüstung, einmal ein Hemd. Dann kaufe ich das Hemd. Mach mir die Wolfsrüstung. Und ich habe im Moment eben kein HUD gehabt. Also hier keinen, nicht diesen weißen Rahmen, der mir anzeigt, wo ich gerade bin. Das wäre ein bisschen doof geworden. Wenn ich da einfach random irgendwelche komischen Dinge hergestellt hätte. So, und jetzt fehlt noch... Jetzt fehlen die Wolfsstiefel mit wieder 4 Lederstücken. Ach komm, kaufen wir's. Ah, Händler hat nicht mehr genügend Lederstücke. Dann muss ich wieder eins herstellen. Also wieder hochscrollen. Bis nach L wie Lederstücke. Dann wieder ganz nach unten zu den Stiefeln. Und die Wolfsstiefel machen. Danke. Ich kann hier sogar... Ich kann ein Meisterreparaturset machen. Take care. Passt. Now. So, aber eine Sache möchte ich noch machen. Bevor ich die Rüstung anlege, porte ich mich nämlich wieder nach Kaer Morhen. Denn ich finde, in der Hexerfestung, wo die Schule des Wolfes stationiert ist, finde ich, ist ein adäquater Ort, um auch die Wolfsrüstung zum ersten Mal anzulegen. Ach, da freue ich mich jetzt schon drauf. Nein, nicht anmachen. Kann ausbleiben. Jetzt weiter tap, 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 tap. Wieder auf die Weltkarte, hoch in den Norden nach Kaer Morhen. The curse that held Uma proved hard to lift, but Yennefer and the Witchers managed to do it. The ugliest man alive revealed himself to be not man, but elf, and an elven sage at that. Avalach, for this was his name, was the elven mage who had helped Ciri flee the hunt, then hidden her away on the Isle of Mists. So, dann sind wir hier jetzt genau vom Pferdearsch gespawnt. Passt doch super. Dann begeben wir uns nochmal irgendwo da schön auf die Mauer, ja. Ich weiß wo. Auf der Mauer, auf der Lauer steht Geralt gleich in Wolfsrüstung. Hier ist ein passender Ort. Ja, guckt dir an. Der König der Welt. In Wolfsrüstung. Fancy. Erinnert ziemlich an die Rüstung, die Eskel trägt. Ja, nur Eskel hat mehr Stacheln. Aber ansonsten sieht das auch ziemlich gleich aus. Was mich jetzt persönlich ziemlich wenig stört. Denn die Rüstung hat einfach Stil. Dann würde ich sagen, fast runtergefallen und gestorben, bedanke ich mich mit dieser wunderschönen Aussicht bei euch. Vielen herzlich mal fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch genauso sehr gefallen, wie es mir gefallen hat. Und da würde ich mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei sein werdet. Bei The Witcher 3 Wild Hunt. Bis dann, haut rein und ciao.